Ja, und damit willkommen zurück zu Railroader. Lange ist es her, dass ich hier zuletzt mal drinnen gewesen bin. Und es gibt jetzt mal wieder ein neues Spielzeug zum Rumfahren. Und zwar ist es die GP38 und es ist jetzt nicht einfach nur ein 3D-Modell, was einfach auf Basis von einer bestehenden Diesellok ist oder anderen Lok, sondern die GP38 wurde komplett neu gemacht mit eigenen Scripts, mit eigenen Sounds etc. Also wirklich eine anständige Lok. Und mit der werden wir heute ein paar Tests machen. Wenn ihr den Mod runterlädt, dann habt ihr den in dieser Variante. Moment. GP38. Da könnt ihr die für 50.000 bis 51.000 kaufen. Die GP38 ist ein bisschen stärker als die GP9. Also aber nicht viel, aber ein bisschen. Und hier könnt ihr die ganzen Lackierungen quasi ändern mit der Variante. Und es gibt jetzt auch schon Skin Packs. Da könnt ihr das nicht machen. Das sind einfach vordefinierte Skins. Zum Beispiel da die Canadian Pacific, der Demonstrator und der Mopac. Ich würde die mal ganz kurz... Beziehungsweise, wir starten mal mit dem Original. Das werden wir mal kurz... Achso, ich bin jetzt gerade im Company Mode. Da spawnt die ja nicht hier. Wir machen mal die GP38, Canadian Pacific, Demonstrator, Mopac, was es jetzt momentan so gibt. Sagen wir mal hier mal Place. Auf dem Gleis da. Und dann achtet gleich mal auf den Sound. Wenn die Loks denn erscheinen. Die macht eine Art Kaltstart. Ja, wir können die Loks immer noch nicht abschalten. Die sind durchgehend am Laufen. Aber das ist jetzt quasi die Standardvariante, wo ihr hier alles einstellen könnt. Also hier bei, ich glaube, bei Kidman war es Customize, Base Color, was ist die? Oh, in diesem dunklen Rot. Oh, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und das sind jetzt quasi die Mod-Lackierungen. Canadian Pacific. Das ist, glaube ich, der Demonstrator. Und dann Mopac. Oh, Missouri Pacific Lines. Ah. Sehr, 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 sehr schön. So, ich würde sagen, wir bleiben mal bei der Canadian Pacific. Und ich werde die Kollegen mal hier wieder löschen. Wir brauchen nur eine davon. Und ich würde auch den Sound noch einmal hören. Fürs Erste. Sie sind natürlich MU-fähig. Aber zum Testen wollen wir jetzt nur eine haben. Canadian Pacific. Ja, jetzt bin ich natürlich hier falsch rum. So. Einmal da rein. Dankeschön. Okay. Ah, das Field of View. Jedes Mal. Das ist die Schönheit. Komplett neu. Sieht richtig gut aus. Gut, mit der Lackierung jetzt insofern. Die Stange da oben können wir leider nicht benutzen. Noch nicht, vielleicht ändert sich das ja auch noch. Können hier natürlich raufgehen. Wir haben hier die Beleuchtung. Das geht leider nicht nach unten. Aber ansonsten richtig schön. Auch Drehgestell. Toll modelliert. Wir könnten eigentlich gerade mal testen. Mal kurz select. Was die Bremse macht. Oh ja. Funktioniert. Sehr geil. So muss das. Und einmal die Ansicht von vorne auch da. Die Beleuchtung. Hier unten ebenfalls. Müsste auch hinten sein. Ja, genau. Beleuchtung ist an. Und zum Tanken, glaube ich, wäre es dann hier rein. Mal hier auf und zu machen. Und mal schauen, wie hier der Stand ist. 3000 sind gerade drin. Beziehungsweise. Also mal schauen, ob wir die auffüllen können. War das Reset? Fill Car, Fill Train. Nee. Also da 3000 ist voll. Sehe ich gerade vom Kreis her. Okay.
Warte, dass es dann nicht ganz nach oben geht. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz ins Innere von der Lok. So. Beziehungsweise bevor wir reingehen, schaut mal, irgendwo hier, da. Wir können auch hier die Seitentür aufmachen und jetzt zum Motor reingehen. Man kann hier nichts anstellen, aber Hauptsache, man kann hier reingucken, wenn es denn wäre. Man kann auch reingehen und dann so durch die Lok durchgehen. Ich glaube, das ist jetzt eigentlich nicht gewollt, aber ja, möglich ist es. Kann man sich hier verstecken? Oh ne. Okay, ich habe mich wieder rausgeglitscht. Letztes Mal zu den Features. Machen hier mal die Tür wieder zu. Und hier der Führerstand. Oh, schaut euch das an. Richtig geil gemacht. Ich glaube, die Fenster funktionieren. Ja. Sehr geil. Auf der anderen Seite ebenso. Der Sitz funktioniert. Kann man sich hinsetzen. Der natürlich auch. Die Tür ist ebenfalls benutzbar. Gehen wir auch hier nochmal raus. Sehr schöne Lok. Rein so von der Designform sollen noch zwei weitere Varianten kommen. Eine SB-Variante und eine Variante mit hoher Motorhaube. Das kommt demnächst gemäß Autor. Jo, was haben wir hier drin? Ich glaube, die Tür. Nein, die geht natürlich nicht. Wir können hier diverse Sachen einstellen. Wir haben hier zum Beispiel auch die Brake Feed Valve. Können wir hier einstellen. Das ist ziemlich neat. Wenn wir sie hier hinsetzen. Wir haben hier die Steuerung für die vorderen Lichter. Funktioniert das gleiche auch für hinten. Also wir können die eigentlich mal voll reinmachen. Wir haben hier die Beleuchtung hier für die Anzeigen. Funktioniert auch. Dann haben wir hier die Step Lights. Da habe ich noch einen kleinen Bug. Wenn man die hier ausmacht, dann bleiben die an. Ich gehe mal davon aus, das wird auch noch gefixt. Aber im Moment sind die auf Dauer an. Die Anzeigen hier funktionieren. Zum Beispiel jetzt sind wir in der Notbremse hier drin. Wir können hier die Cut-In, Cut-Out machen. Funktioniert natürlich auch. So, gehen wir hier mal wieder raus. Die Anzeigen reagieren halt momentan instant. Ich mache mal hier die Beleuchtung wieder aus. Ampermeter funktioniert auch, aber das ist ein bisschen buggy. Es kann nämlich auch sein, dass er bei euch nicht funktioniert. Das ist aber bekannt. Wir haben hier Control Switch, den wir benutzen können für General Field, Fuel Pump und Engine Run. Das ist aber momentan nur eine Spielerei. Die tun aktuell noch gar nichts. Aber es ist schon mal implementiert. Sprich, wenn dann irgendwann mal das Feature kommt, dass wir hier die Loks aufstellen können, dann glaube ich, wird das entsprechend umgesetzt. Das mal zu dem. Hier glaube ich, können wir nichts machen. Nee, das war's. Da kommt nichts. Von der Nummer her, ich glaube, die ist einstellbar. Customize. Also sieh, wenn wir hier mal 999 hier eingeben. Funktioniert. Dann startet aber die Lok wie einmal nochmal durch, soundtechnisch. Keine Ahnung warum, aber wir können halt die Nummer da oben anpassen. Sonst habe ich jetzt noch irgendwie was vergessen. Ich glaube, steuerungstechnisch nicht. Ich werde euch dann noch die Beschreibung vorlesen. Ich würde sagen, wir werden mal an den Zug da hinten ankoppeln. Wir werden mal die erste Lasttestfahrt machen. So. Das wäre das. Gehen wir mal ein bisschen Gas. Einmal bis es rumst. Gut, wir sind dran. Unser Zug wiegt 1220 Tonnen. Das ist einfach meine Testlast jetzt. Ich glaube, das war's. Wir müssen eigentlich nur noch hier die Handbremse releasen. Und dann werden wir hier abfahrbereit. Und dann werden wir den ersten kleinen Hügel da vorne mal hochfahren. Und mal schauen, wie die Lok so ist von der Leistung.
Man hört schon einen Kompressor hier am Laufen. Auch ein eigener Sound. Gut. Wir schauen mal weichentechnisch aus. Ah, geradeaus, geradeaus. Das sollte alles passen. Und hoch die Strecke da. Okay. Zugehauen. Ist noch Standard. Und. Ach, beziehungsweise ich werde mal kurz langsam hochgehen. Denn der Übergang zwischen den Stufen, der ist noch ein bisschen unschön. Also, Stufe 1 ist noch idle. Stufe 2. Stufe 3. Stufe 4. Ah, Sound ist schon mega. Jetzt habe ich eine übersprungen. 7. Und 8. Maximale Leistung. Falscher Wagen ausgewählt. Sehr, 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 sehr nice. Übrigens, die Lüfter hier oben, momentan stehen die. Die fangen dann später an zu drehen. Denn es ist quasi so auf einfach simuliert, dass der Motor sich entsprechend aufwärmt. Und je wärmer er wird, umso heftiger fängt dann hier die Kühlung an. Okay, ich lese euch mal vor, was er denn dazu geschrieben hat. Also wir haben den Originalsound von der EMD 16645E vom User 4-Pack Becker A20. Wir haben automatische und unabhängige Druckluftbremsgeräusche, die von einem echten Fahrzeug aufgenommen worden sind. Wir haben AFM, CFM Anzeigebetrieb, Ampermeter funktioniert teilweise, das ist ein bisschen buggy. Zum Beispiel funktioniert er gerade nicht bei mir. Wir haben eine PCS-Simulation, also ohne Reset-Timer und nur mit der automatischen Bremse einstellbar. Es leuchtet nur das Licht und spielt dort den Ton ab. Dann vollständig steuerbare Scheinwerfer mit feststellbaren Schaltern. Das gleiche auch mit den Klassenleuchten, mit der Möglichkeit, dass wir jede einzelne unabhängig einstellen können. Wir haben Fahrmotor-Sounds, die die Tonhöhe und Lautstärke je nach Stromstärke und Geschwindigkeit ändern. Luftkompressor-Sound und Drehzahl-Simulation in Verbindung mit der Drosselklappe. Zufälliger Airspeeder-Sound, den man über dem Unity Mod Manager einstellen kann. Wir haben eigene Beleuchtungseffekte für Nachtfahrten. Dann die Kabinenschalter funktionieren, das habe ich euch ja gezeigt. Und die Kühlerlüfter, die auf die Motorwärme reagieren. Und Feed Valve Control, das ist das Teil da auf der linken Seite, funktioniert. Und unabhängiges Bremsquietschen bei starker Bremsung. Jo, erstmal soweit zu den Features. Ist jetzt schade, dass es hier mit dem Ampermeter nicht funktioniert. Bei einem kleinen Test vorher hat es funktioniert. Ah, nice. Wo ist eigentlich der Lichtschalter für die Nummernschilder hier oben? Das war doch irgendein eigener. Keine Ahnung, wo der ist. Hier geht ja auch nichts. Gibt es vielleicht auf der Seite noch irgendwie Schalter, die ich übersehen habe? Nee, ne? So, wir machen also hier mal die Fenster zu. Mal schauen, was das akustisch hier drin dann macht. Kein großer Unterschied. Schade. Also.
den Hügel hier hoch mit 1220 Tonnen. Erstmal kein Problem. Ich würde sagen, wir testen das Ganze dann auch noch mit der großen Steigung hier unten. Wie hat das nochmal geheißen? Ja genau, Nantala. Ignoriert mal das hier. Ich teste einfach damit kurz gerade rum. Das ist jetzt gerade ein Motto, wo hier alles auf zweigleisig ausgebaut ist. Da wollte ich mal gucken, was der so kann und wie furchtbar das aussieht. Ich weiß auch nicht, ob ich den drin lasse oder nicht. Auch wenn grundsätzlich so ein zweigleisiger Ausbau ganz interessant ist. Ja. Weiß ich noch nicht, weiß ich noch nicht. Okay, sobald wir ein bisschen auf Fahrt kommen, werden wir hier mal eine Schnellbremsung machen. Währenddessen gehen wir hier kurz nach hinten. Schauen wir mal, wie der Sound so ist. Ja, hier haben wir definitiv einen anderen Sound. Vermutlich einer von den Fahrmotoren. Oder sind die Lüfter da oben? Stichwort Lüfter, den können wir uns auch noch mal ganz kurz anschauen. Ja, sie haben angefangen sich zu drehen. Oh ja, 1220 Tonnen, 17 km/h hoch. Ich glaube, die ganz krasse Steigung wird dann ein bisschen schwierig. Mit einer GP38 hier. Ja, bin ich so überzeugt. Okay, wisst ihr was? Wir machen jetzt hier mal so einen kleinen Bremstest. Seht ihr da? Ich will das mit dem Quietschen jetzt mal hören. Ja, volle Bremse. Ja, okay, ganz leicht hat man es gehört. Aber wir bräuchten ein bisschen mehr Speed für das Ganze. Und jetzt ist das auch hier auf Rot gegangen. Ja, Kompressor kommt wieder. Alter, wie schnell der gelöst hat. Nice. Okay, dann gib nochmal Schmackes. Die Anzeige funktioniert auch. Ja, okay, wisst ihr was? Wir holen uns jetzt mal ganz kurz mehr Schmackes. Und kurz reinbremsen. Und zwar werden wir uns mal ein paar Lokomotiven hier hinten ran machen, damit wir den Sound nicht doppelt haben. Wir holen uns dafür die Demonstrator und die Mopac. Please. Sidele. Wir stellen dich mal auf Multiple Unit ein. Mit dir fahren wir jetzt mal ganz kurz nach vorne. So, ich mach mal auch auf Multiple Unit. Dann wäre das da hinten erledigt. So, select. Ne, ich glaube, bei dem muss es sich auslassen. Okay, das funktioniert. Und los geht's. Vorwärts, wenn es geht.
Nö, die machen da gerade nichts. Aber warum geht der Cutout da immer mit an? Aber man hört jetzt ganz gut die Motoren mit dazu. Ah, das ist jetzt interessant. Okay, tu mal bremsen. Was ist, wenn ich hier unten... Wenn ich das mal hier kurz wegmache. Ja, schatz mal, da kann ich es wegmachen. Warum kann ich es dann nicht bei der ersten Lokomotive machen? Willst du dafür in neutral sein? Was ist denn das? Okay, es ist jetzt schräg. Also wenn ich es hier drin mache, dann funktioniert es. Auch nicht wieder rückwärts, aber machen die jetzt da hinten was? Die gehen nicht. Sehr interessant, sehr interessant. Also ich weiß, dass das funktioniert hat. Ich hab's testet. Wir tun euch mal hier weg. Södele. Einmal die Leitung hier voll. Dann werde ich die drei halt einmal zusammen spawnen. Das war echt ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, es ist noch ein bisschen buggy, das Ganze. Wen habe ich jetzt nicht? Da, Canadian Pacific. Lass mal hier kurz richtig stehen. Okay. Multiple Unit. Naja, macht es auch da wieder, ne? Hm. Gut, jetzt kracht er da schon mal von allein dagegen. Sehr interessant. So kann ich heute den ganzen Mist hier nicht bremsen. Aha. Jetzt reagieren sie alle drei. Muss ich glaube ich jetzt nicht verstehen, was hier gerade passiert ist. Aber okay. Ja, ab in den Führerstand. Jetzt haben wir den Sound mal 3 da hinten. Maximum Geschmack ist, um mal bei Full Speed hier nochmal eine Notbremse machen. Nein, follow! Alter, was für eine geile Lokomotive. So, liebe Kollegen, kommt auf Geschwindigkeit. So schwer ist der Zug doch gar nicht.
die mal kurz selecten. Ja, die sind alle mit am Gas geben. Select. Was haben wir denn für Sounds, wenn wir jetzt einfach nur mal mit in der Panel-Break hier reingehen? Wir haben auch das Quietschen. Und boy, bleibt das Ding schnell stehen. Gut, das sind jetzt alle drei Loks, die bremsen. Okay, ich suche mir jetzt mal ganz kurz eine andere Location aus, wo wir ein bisschen schneller fahren können. Und dann werde ich den Bremstest nochmal machen und dann werden wir nochmal die eine Steigung hier hochfahren. Mal schauen, was die Lok dann da macht. Also, kleiner Cut für euch. So, da bin ich wieder. Ich habe mal unseren Testzug hier fertig und ich habe vielleicht nicht übertrieben, dass ich hier vielleicht ein, zwei Passagierwagen da hinten ran gemacht habe. Wir haben jetzt insgesamt 23 Wagen, 1707 Tonnen. Und jetzt machen wir mal hier Highspeed-Test und dann mal voll in die Eisen und schauen, was dann so passiert. Okay, ich würde sagen, Vollgas. Ich gehe bestimmt nicht schief. Ah, so ein geiles Geräusch auch von den Vormotoren her. So, schön ziehen, liebe Kollegen. So, 40 würde ich eigentlich schon gerne rauf. Sehr, sehr nice. Also ich hoffe mal, dass wir damit durchkommen, dass wir hier mit 40 rausfahren. Bauen wir halt eine Kurve, ein bisschen längere und auch hier. Ja, mal schauen, was passiert. Fast 30. Komm, Loks, gibt's Gummi. Ja, die Kurve machen sie auch locker jetzt hier mit 30. Schon irgendwie geiler Personenzug. Einfach nur viel zu lange. Okay, dann gehen wir da nach vorne. Da kommt die erste Kurve, wo ich mir ein bisschen mehr Sorgen mache. Ach, hoffentlich kommt da mal ein Update bezüglich ein bisschen mehr Deko, dass das ein bisschen schöner aussieht hier. Vor allem nachvollziehbarer. Vielleicht auch Personen oder so. Aber irgendwie ist es da ein bisschen ruhig geworden um Rainbowder. Nur die Mods sind da fleißig am Kommen. Was ja auch schon mal nicht schlecht ist. So, wo ist sie? Da vorne. 35. Kann man da mit 35 durchfahren? Oh, 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 oh. Das ist vielleicht gerade ein bisschen an der Schmerzgrenze. Bitte nicht entgleisen. Sobald die durch sind, geben wir nochmal Gas. Okay, Vollgas. Komm, 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 komm. Gehen wir rauf auf die 40.
Okay, was macht die Kurve? Die ist besser. Ja, schaffen wir 45. Auf der Geraden würde ich dann den Test machen, bevor wir bei der Kurve dann reindonnern. Oh, ich glaube, das schaffen wir nicht. Nee, ich glaube, 45 schaffen wir nicht. Okay, gut. Dann Vollbremsung. Also irgendwie hätte ich jetzt mehr erwartet, also soundtechnisch, aber okay. Aber man kann sagen, mit der GP38 bleibt man verflucht schnell stehen. Und die Bremsen gehen auch echt schnell durch. Die sind definitiv ein bisschen anders unterwegs. Wenn wir jetzt mal hier wieder lösen. Ja, schaut mal, wie schnell das wieder nach hinten durchgeht. Wisst ihr was? Wir machen da mal kurz einen Vergleich. Wir werden jetzt mal eine GP9 hier nehmen, mit, keine Ahnung, 40 Wagen oder so. Wir nehmen die GP38 und machen bei beiden nochmal so eine Vollbremsungstest. Also im Stehen. Und schauen, welche schneller löst oder ob es eigentlich bei beiden gleich ist. Dazu werde ich mal ganz kurz den Spielstand nochmal neu laden. Bis gleich. So, da bin ich wieder mal für unseren Bremstest. Ich habe die Constellation hier drin stehen und unsere GP38. Die haben beide gleich viele Wagen da hinten dran. Und jetzt werden wir das einfach mal ganz kurz gucken, wie unsere Dampflok da so ist von den Zeiten her. Wenn wir da voll in die Eisen gehen und wieder lösen. Ich werde dazu auch mal einen Timer nebenbei starten. Das heißt, Notbremsung jetzt. Okay, das hat 5 Sekunden dauert, bis hier auf Null gegangen ist. Ich werde das mal kurz zurücksetzen und das gleiche jetzt mit lösen. Timer läuft. Wir sind jetzt hier schon wieder auf 90. Ja, mal schauen. Mal vorne noch mal eine Welle. Na komm, die letzten Wagen noch. Ich würde sagen, stopp ab hier. Das waren jetzt 32 Sekunden zum Lösen. Bei 30 Wagen insgesamt. Okay, jetzt machen wir das gleiche mit dem Kollegen hier. Select. Und da werden wir jetzt noch mal schnell in den Führerstand hier reingehen, damit wir auch das hier beobachten können. So, Timer zurücksetzen. Wir machen eine Vollbremsung und los geht's. Eine Sekunde schneller, so plus minus. Okay, und jetzt, ja, wenn wir hier die Bremsen lösen. Und dann müssen wir ein bisschen aufpassen, was die Lok hier gleich macht. Und los geht's. Seht ihr das? Die braucht jetzt hier wesentlich länger, um hier den Druck wieder aufzubauen. Kompressor ist am Laufen. Und ich habe herausgefunden, man kann das Ganze beschleunigen, indem man dem Motor hier mal ein bisschen Drehzahl gibt. Aber ja, unsere GP38 ist langsamer als unser Dampfkollege da auf der linken Seite. Die Einstellung vom Ventil ist übrigens momentan noch 110.
Okay, wir werden wieder oben und gelöst. Mal hier mal wieder runtergehen. Ach, da kommt die Welle. Jetzt ist die Frage, wenn wir das jetzt einmal hier ganz nach links einstellen. Schauen wir mal ganz, wie weit das geht. Das niedrigste wäre 70. Da könnte man hier den Test auch nochmal machen. Wir gehen nochmal ganz kurz ein bisschen Drehzahl. Wir sind heute komplett da für den nächsten Test. Ne? Ersten Morgen sind wir nicht so ganz happy. Gehen wir nochmal so einen Stoß da hinten rein. Ich glaube, 70 ist definitiv viel zu wenig. Guck mal, den Test, den ich jetzt hier wieder aufdrehe. Ein bisschen das Doofe ist, dass hier die Bremse dann mitgehen will. Interessant. Jetzt sind wir auf 100. Jetzt gehen wir nochmal auf 70 runter, aber das ist zu. Ja, einfach nur zum Schauen, wie es sich dort verhält. Ja, 70. 70 ist zu wenig für den ganzen Zug. Wenn wir jetzt mal hier nochmal in die Vollbremse reingehen. Okay. Bisschen Drehzahl dazu. Ja, nö. 70 zu wenig. Gehen wir darauf. Aber schon geil, dass man damit umspielen kann. Einmal hoch auf die Hunde, bitte, Donkey. Und so läuft es besser. Ach so, geil. Das ist natürlich ein kleines Plus für Realismus. Neues. Wenn man hier mit den Bremsen ein bisschen Blödsinn anstellen kann. Okay, es gibt eigentlich nur noch eine Sache, die ich mit der GP38 testen will. Und zwar ist es wirklich die scheiße Stelle, hier mal hochzufahren. Mit 1200 Tonnen als Test. Einfach nur zu schauen, ob man das überhaupt schaffen mit der 38. Dazu werde ich nochmal einen kleinen Cut machen, werde einen Zug vorbereiten. Und dann machen wir eine kleine Bergfahrt. Also, bis gleich. Okay, ich habe mal unseren Lasttestzug hier mal fertig. Anstatt dass wir jetzt hier mal einen Haufen Waggons hinten drin haben, habe ich einfach mal drei dicke Osches hinten dran. Wir haben jetzt ein Gesamtgewicht von 1016 Tonnen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier die steilste Stelle hier hochkommen. Und damit es ein bisschen fair ist, werden wir das Ganze mit etwas Anlauf machen. Gut, EP 38. Zeig mal, was du kannst. Vollgas. Wäre schon geil, wenn wir jetzt hier mit 1000 Tonnen hochfahren könnten. Ja, das ist schon ein bisschen am Kämpfen. Also ich glaube, aus dem Stand wird es nichts werden. Aber vielleicht ist der Anlauf jetzt gerade die Lösung. Komm, Geschwindigkeit aufbauen. Aber hey, wenn wir es nicht schaffen, dann hilft uns alleine der Dampflux von hinten. Jetzt mit meinem Mod bräuchte ich eigentlich die Werkstatt gar nicht mehr. Jetzt habe ich hier diesen Mega-Tunnel da.
Aber der ist langweilig, die ganze Tunnel fahren. Aber das ist ein ganz guter Referenztest, dann wisst ihr das auch. Mit wie viel Tonnen ihr da höchstens mit einer Lok hochziehen könnt. Okay. Steigung beginnt. Und wir werden schon langsamer. Jo, ich glaube, das wird nichts. Vor allem von den 1016 Tonnen müssen wir noch eigentlich das Gewicht von der Lok selber noch abziehen. Oh, da stehe ja ich. Geh mal rein in die Lok hier. Jo, nein, dafür haben wir ein bisschen zu wenig Schmalz. Ne, das brauche ich gar nicht weiter probieren. Wir tun mal reinbremsen. Okay, wie sieht's aus, wenn man da eine zweite Lok drin haben? Also 135 Tonnen wiegt eine. Okay. Einmal kurz selecten. Wollen wir ein bisschen nach hinten. Gut. So, dann machen wir das einmal so rein. Du Kollege, gehst mal auf Cutout. Du gehst auf Select. Vorwärts. Warum habe ich jetzt hier bei dir die Bremse aktiv? Was ist da los? Ich hab doch Cutout bei dir. Muss ich es erst zumachen. Oh, select. Ja. Jetzt wird nichts. Bremsen. Nochmal Vollgas. Ah, geht ja doch. Also zwei von den Kollegen ziehen's hoch. Und das gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das könnte hinten noch eine Lok vertragen. Oder zwei. Ja, vielleicht eine. Okay, ja, also wenn man hier Güter drüber zieht, dann gibt es 38 im Doppelpack. Oder entsprechend kurzer Zug. Okay, 11 Meilen pro Stunde. Ich glaube, schneller wird sie nicht. Aber nachdem wir das jetzt hier wissen, ich glaube, ich würde gerne auch noch einmal eine Dampflok da hinten ransetzen. Beziehungsweise wir könnten, ja doch, wir machen eine Dampflok. Was sind die schwerste hier? Erster Dampfblock, 171. Berkshire, 298 Tonnen. Komm, gib ihm. Quatsch mal die mal da hinten noch ran. So, select. Einmal da bitte ranfahren. Sehr gut. Beziehungsweise die Luft muss jetzt eigentlich nicht verbinden. Es reicht, wenn die jetzt so verbunden ist. Wir haben jetzt 1600 Tonnen.
Select. Gehen wir hier schon mal Vollgas. Na, aus dem Stand. Sie schafft es aus dem Stand. Ui, 1600 Tonnen. Vielleicht nur 1700. Grenzwertig, grenzwertig. Aber okay, das ist jetzt extrem fies, das da aus dem Stand zu machen. Jetzt noch schneller als die drei. Ja, so ganz langsam. Ich glaube, mit Schwung, glaube ich, fährt man dann so mit 10, 15 hier hoch. Ich glaube, das könnte drin sein. Aber 2000 garantiert nicht. Nicht mit 2. Ja, aber sehr geil. Also ich muss sagen, EP38 ist das eines der besten Mods, die ich jetzt so bisher gesehen habe. Und vor allem, dass man hier mit der Bremseinstellung hier abspielen kann. Das ist schon sehr nice. Toll umgesetzt. Ich warte drauf, dass hier die Lok noch ein bisschen mehr verbessert wird, dass noch ein paar Bugs entfernt werden. Also vor allem wäre ich froh, wenn dann der Amperemeter hier funktioniert. Und wenn man die Loks dann auch abschalten könnte, wäre das natürlich geil. Es gibt aber für alle Loks, auch die Dampfloks. Das sieht, dass man die irgendwie anheizen muss oder so. Vielleicht irgendwann mal. Das war jetzt erstmal so der Einblick zu der GP38. Link zu der Mod in der Videobeschreibung. Und ja, schreibt es mal in die Kommentare rein, was ihr von der Lok so hält. Bis dahin, ich wünsche euch noch eine gute Fahrt und ich schaue mal, dass ich hier über den Berg komme. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.